auch ein persönliches Hallo. Wir sind angekommen. Die Lisa ist natürlich auch mit dabei. Und eine Miezi auch, wie immer. Am Stall ist immer eine da und hier auch gleich eine hergekommen. Wir sind eine Stunde zu früh dran. Jetzt müssen wir mal überlegen. Lieber zu früh als zu spät. Ja, wir wollten auf jeden Fall ja früher da sein. Nicht, dass wir zu spät kämen zu unserem Ausritt. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, was wir noch machen. Ein bisschen rumsandeln. Ratschen, rumspazieren, was essen vielleicht noch, was Snacks haben wir noch im Auto. Und stärken. Ja. Aber es schaut auf jeden Fall schon richtig cool aus. Mitten in die Berg und das Hotel schaut vor allem da hinten raus voll modern aus. Ich bin schon gespannt, was für Zimmer das da drin ist, wie es so ausschaut. Und vor allem, wie der Ausritt dann wird. 4 Stunden Ausritt. Es ist in die Berge. Ewig her. Cool. Es ist ewig her, dass ich so lange ausgeritten bin. So lang am Stück. Und dann auch noch auf einem anderen Pferd. Ja. Ich bin schon 100 Jahre kein anderes Pferd geritten. Ich auch nicht. Aber ich freue mich richtig. Es wäre bestimmt so stehen, ja. Die Berge. Wir haben jetzt doch schon sehr früh unsere Zimmerkarte bekommen. Die haben uns in einem Auto entdeckt. Wir dachten, wir warten jetzt einfach noch im Auto. Und dann ist schon niemand gekommen. Jetzt sind wir hier auf Zimmersuche. Hier. Okay, ihr seid jetzt live dabei quasi. Voll schön und voll groß. Kann nur jemand schlafen. Also wenn man streiten, Lisa, schlaft auch noch auf der Couch, gell? Alles klar. Spaß. Schau mit der Schokolade. Schokolade. Hallo? Ich dachte mal, die Karte noch nicht eingesteckt. Hm? Ach so. Wo denn? In den Schlitz hier. Warst schon länger nicht mehr fort, oder? Ja, nur weil du jetzt gerade im Urlaub warst. Wow. Oh, voll schön. Oh, so ein schöner Ausblick. Hast du den Willkommensnack schon entdeckt? Nein. Sorry, meine Nutella wurde gar nicht, oder? Schau diesmal um, wie süß ist das? Ach Gott! Mit Karte sogar. Voll süß. Es ist jetzt kurz vor 7, das heißt, wir brechen gleich auf zum Treffpunkt für einen Ausritt und ich bin einfach schon richtig, richtig gespannt, wie es wird und ich freue mich schon so sehr, wenn man hier schon rüberschaut, die Wege, die hier hochführen. Bestimmt richtig toll, ich bin noch nie in den Bergen geritten. Wie schön schaut das aus. Wir dürfen jetzt hier unsere Jause herrichten. Das Wort gibt es bei uns gar nicht, gell? Nein. Jause. Brotzeit. Das ist ein österreichisches Wort, also glaube ich. Genau. Dürfen wir uns Semmeln schmieren und dann haben wir hier Alufolie, um das dann einzupacken für den Ausritt. Wir putzen jetzt gerade die Pferde. Die Lisa ist im anderen Stallteil und ich habe hier den Amadeus. Er hat scheinbar Krebs im Auge, oder? Krebs. Ja. Ist, ich glaube, ja. Ja, muss ich nachher nochmal fragen. Aber scheinbar beeinträchtigt ihn es nicht. Und es ist ein ganz ein süßer, kuscheliger. Und es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich wieder in den Fliesen reite. Wie schön ist das? Wahnsinn, oder? Ja.
Wie Wahnsinn schaut das aus? Herrlich einfach. Wahnsinn. Und du bist ein Braver. Wir sind jetzt bei einer Alm angekommen, werden jetzt die Pferde anbinden und dann mal was trinken oder Brot machen oder so. Voll geil, oder? Ja, aber. Es ist einfach ein Traum, wie ein wahr gewordener Traum. Schaut euch mal die Kulisse an, wie schön es ist. Und der Amadeus ist einfach so, so, so brav. Der weiß halt auch genau, was sein Job ist. Aber der läuft einfach so brav im Schritt, Trab und Galopp hinterher und pariert dann durch, wenn er wieder durch zu parieren hat. Also, er weiß genau, was zu tun ist und ist einfach super brav und gemütlich. Ich glaube, er ist so der gemütlichste von den vielen hier, aber da bin ich ganz froh. Ich mag das ja immer gerne, wenn die Pferde entspannt sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber die Kehlriemen sind dafür da, dass wir die Pferde an den Almen anbinden können und die dann eben grasen können, während wir in der Alm sind. Sind wir bei der nächsten Alm und hier machen wir, glaube ich, wieder Pause. Jetzt essen wir unsere Jause, also unsere Brotzeit. Kann man ja noch mehr. Hallo? Von der Tanke. Wir sind eben wieder beim Neuberghof angekommen. War ein super, super traumhafter, schöner Ausritt. Wirklich ein Traum. Und der Amadeus hatte übrigens Hautkrebs am Auge. Deswegen sieht es so aus, aber er hat dadurch keine Beeinträchtigung, tut ihm nicht weh und er sieht auch soweit alles. So, die Pferde dürfen wieder ins Stall. Ein braver warst du, danke. Ja, wir haben uns fertig gemacht, sind in Bikini und Bademantel, der übrigens auch vom Hotel hier ist. Und jetzt geht es natürlich in den Wellnessbereich. Bin schon sehr gespannt, wie der so ist. Auch. Wir haben da nämlich noch gar nicht gesehen, gell? Wie es da so ausschaut, was das gibt. Ich werde erstmal aufchecken, ob noch Massagetermin frei ist. Ja, da schauen wir jetzt gleich mal. Hier ist übrigens auch noch das Kinderparadies. Hier ist so eine Kletterwand, richtig genial. Und hier geht es dann, glaube ich, zum Wellnessbereich. Wir sind umgezogen. Jetzt gibt es nämlich Abendessen. Wir haben schon richtig viel Hunger, oder? Also ja, ich bin Zeit so jetzt. Also jetzt ist echt. Die Jause ist schon zu lang her. Ja, auf jeden Fall. Das Wetter ist jetzt schlecht, aber wo wir draußen waren, war es die ganze Zeit sonnig und schick. Mhm. Also ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt einfach essen zu gehen, genau. Und das Menü zu genießen. Und den Abend ausklingen lassen. Genau, schauen wir mal, was wir dann noch machen. Ein Drink. Oder zum zwei. Beispiel. Oder drei. Oder vier. Wir
Wir sitzen jetzt noch an der Bar und genehmigen uns einen Drink. Zum Abschluss. Ja. Wir sind aber schon ultra müde. Also mir fallen jetzt gleich die Augen vor, wenn wir jetzt dann aufs Zimmer können. Aber vorher ohne Drink geht's einfach nicht. So zum grünen Abschluss halt nur noch dem schönen Tag, gell? Stößchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind fast ausgeschlafen. Also ich fast. Du schon, oder? Ja, ich bin nicht einmal wach geworden. Wir gehen jetzt frühstücken und freuen uns schon richtig aufs große Buffet. Zurück vom Frühstück. Es war hervorragend, gell? War mega lecker. Wirklich super. Das Abendessen genauso. War einfach top. So lecker alles. Wir haben sogar noch eine zweite Nachspeise dann nachträglich geordert, weil es so lecker war. Wir sind dann an der Bahnhof gesessen abends und dann hat es noch eine zweite Nachspeise gegeben. Verzeihen müssen. Ja, es war einfach zu lecker. Auf jeden Fall war es so im Großen und Ganzen super, super schön und es ist alles so familiär und auf jeden wird irgendwie so besonders eingegangen. Gell? Man fühlt sich total, also das ist echt aufgefallen. Man fühlt sich so aufgenommen und wohl einfach, das war richtig auffällig. Ja. Also bei allen Gästen einfach so, wie wenn die zur Familie einfach total gehören. Ansonsten, der Ausritt war natürlich super schön, der war natürlich das absolute Highlight für mich. Voll. In die Berge, es war was ganz, ganz Besonderes. Ein Traum einfach. Ja, und dann beende ich das Video auch hiermit. Das ist, glaube ich, eh echt lang geworden jetzt. Wir haben viele, viele Clips. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und danke, Noni, dass du mitgekommen bist. Danke, dass ich mitgekommen auf dir. Schaut auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbei und auch bei der Lisa im YouTube-Channel. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.